Hallo ihr Lieben, da bin ich schon wieder. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute am Samstag. So, heute geht's nach Herradura. Das Ganze ist schon eingegeben in mein GPS. Ich sitze auch schon in meinem kleinen Rennwagen hier. Und jetzt geht's los. Jetzt wollen wir mal schauen, was da so geboten wird. Und ihr seid natürlich dabei. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, meine lieben Freunde, das ist also Herradura und das ist, muss ich sagen, der erste Platz, der mir eigentlich von der Optik erstmal am allerbesten gefällt. Und ich drehe mich nochmal rum, es wird jetzt ein bisschen rauschen vom Wind her, aber das ist natürlich schon mal eine ganz andere Nummer wie die anderen Ecken. Also das ist schon mal ein bisschen mehr Leben, ein bisschen gemütlicher. Nur seht ihr natürlich auch das Meer heute. Macht natürlich den Aktivitäten, Wasseraktivitäten, einen großen Strich durch die Rechnung. Hier hinter mir seht ihr das Diving Center Herradura. Da war ich gerade drin, war ein sehr nettes Gespräch, die auch relativ offen sind für so einige Dinge. Aber wie gesagt, ich muss jetzt mal schauen, was da sonst noch so kommt in meinem Leben. Aber es war mal richtig schön, jetzt auch mal was zu sehen, wo man wirklich sagt, okay, da könnte man sich das vorstellen, ja. Und hier ist also auch richtig noch touristisches Leben. Hier ist also der Malecon, also die Küstenstraße, ist gut besucht. Und die Leute sind alle beim Frühstück und sind alle da fleißig irgendwo am Kaffee trinken. Aber man merkt dann schon, hier ist dann ein bisschen mehr Leben eigentlich wie in den ganzen anderen Ecken. Und auch von der Optik her sieht das natürlich auch relativ gut aus. So, ich hoffe, das kam ganz gut rüber vom Wind und vom Wassergeräusch her, aber ich denke mir, das könnt ihr noch relativ gut verstehen. So, also das war schon mal ein recht schöner Eindruck eigentlich von diesem Fleckchen und das ist auch das, was okay, das könnte mir gefallen hier, also sowas, ne? Und die Tauchschule ist also auch relativ flexibel, ist eine technische Tauchschule, die also auch alles anbietet. Und die haben natürlich hier Office direkt gegenüber vom Strand, also die laufen dann im Grunde genommen aus der Tür raus, dann zum Wasser. Das Problem ist natürlich, bei so einem Wetter, das Besteigen der Boote, das kannst du dir natürlich knicken. Ich meine, da braucht man dann einfach nur hinschauen, dann weißt du, dass da aber heute aber absolut nichts geht, ne? Gut, so, ansonsten habt ihr ja so ein paar Eindrücke gesehen von der Fahrt hierher und jetzt gibt es noch ein paar mehr aus dem Dörfchen Herradura.
So, meine lieben Freunde, mit dem Namen da hinter mir, Shared Dive Center, fing im Prinzip die Geschichte an hier, der Costa del Sol. Das war eigentlich so die erste Idee, hier im Shared Dive Center gewisse Kooperationen zu beginnen und von hier aus dann zu starten. So, ich habe jetzt hier so eine kleine Tour gehabt in der Nähe von Malaga, Salobreña und Herradura, wo ich heute also war. Und ich muss eins sagen, ja, es war ganz lieb, ganz nett. Herradura hat mir heute sehr gut gefallen, muss ich auch sehr ehrlich dann sagen. Aber es haben sich andere Dinge aufgetan und die einen oder anderen haben das ja auch schon mitbekommen in meinem Livestream auf Twitch, dass andere Dinge gerade laufen. Und so wie es aussieht, dass wir vermutlich dann doch also auf die Insel Mallorca gehen. Heute Herradura war schön, also nochmal darauf zu kommen. Die Leute waren lieb und nett, auch die anderen Tauchschulen waren lieb und nett. Herradura Dive Center war das Größte, auch technisches Tauchen. Aber um sich dort zu etablieren, ist es natürlich sehr schwierig, in diesem touristisch sehr aktiven Dorf da ein bisschen was zu tun. Aber ja, ich habe das also heute auch nicht so fokussiert. Die wären also auch bereit, das zu machen. Also die Option hätte ich immer noch. Aber da, wie ich ja eben sagte, Mallorca jetzt ins Spiel gekommen ist, also der Ball rollt schon dort, werde ich jetzt zurückfliegen morgen. Also ich habe morgen meinen Flug umgebucht, werde zurückfliegen nach Deutschland, werde gucken, wie das quarantänemäßig aussieht und werde dann die nächsten Tage, sobald es machbar ist, dann natürlich mit meinem Kollegen Commander Gregor, der will nämlich mitkommen, dann eine kleine Reise starten nach Mallorca. In Mallorca haben wir auch sehr viele Freunde, also das ist natürlich auch schön, die mir dort helfen, dann gleich die richtigen Ecken zu finden und auch wohnungsmäßig wäre also absolut kein Problem. Ist natürlich auch von der Logistik einfacher, ist eine kleine Insel. Also da wird sich einiges besser organisieren lassen, wie jetzt hier in diesen Ecken. So viel zu meinem kleinen Spanien-Trip. Also leider kann ich sagen, ist das jetzt erstmal mit so einem Häkchen dran abgehakt. Und es geht also weiter jetzt mit der nächsten Adventure-Reise nach Mallorca. So, viva España, viva Mallorca und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.